Hallo zum nächsten Video. Das Video knüpft jetzt an das vorherige Video an, wo ich euch so ein bisschen die Snapshots auf Architekturebene beigebracht habe, beziehungsweise einfach mal gezeigt habe. Heute in dem Video zeige ich euch die Snapshots in Action, und zwar wie funktionieren Snapshots in FreeNAS. Muss ich irgendwas einstellen oder auch nicht? Wie einfach geht's? Wie schnell geht's? Und wie sieht's wirklich im Windows Explorer aus, wenn ich Dateien wiederherstelle oder einen ganzen Snapshot wiederherstelle? Das seht ihr jetzt in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Snapshots. Ja, Snapshots habe ich im vorherigen Video nochmal erklärt. Ich blende es hier gerne nochmal ein. Einmal bitte vorher schauen. Macht deutlich oder durchaus Sinn. So, ich habe hier einen Data Store von mir, der ist irgendwie so circa 5 GB groß. Darum geht es aber jetzt gerade nicht. Sondern es geht hier um ein Dataset. Entschuldigung, Dataset, das habe ich einfach mal benannt, YouTube. Das ist so ein Gig groß in etwa. Ich finde die Anzeige von FreeNAS ein bisschen schlecht. Aber hier müsste jetzt irgendwo stehen, irgendwie Gesamt oder so, ein Gig. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich da schon ein paar Daten reingeladen. Für euch zeige ich das mal. Und ich habe hier auch einen Share draufgelegt. Wie das jetzt geht, interessiert uns jetzt erstmal in diesem Video hier nicht. Aber ihr seht, das ist mein YouTube SMB Share. Da habe ich euch ein bisschen Müll reingelegt. Auch hier jetzt noch meine Fritzbox-Dateien von meinem AVM-Video. Auch das verlinke ich euch nochmal eben. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, also liegen da so momentan ein paar Dateien drin. Ihr habt gerade schon gesehen, ich switch wieder zurück. Hier gibt es einen versteckten Ordner, der heißt ZFS. Da gehen wir mal rein und da existiert auch jetzt der Ordner namens Snapshot. Und hier drin würden jetzt sozusagen die Snapshots liegen, auch als Ordner, als Ordner, wo dann die Dateien drin liegen, welche gesnapshot sind. Und das Ganze machen wir jetzt erstmal zusammen. Also es ist nichts anderes als ein Dataset, wo eine Freigabe drauf ist und ich habe Dateien reingeschoben. Ende. Jetzt kann man händisch hier unter Snapshots, das ist hier die Anzeige, was gibt's für Snapshots, kann man hier händisch einen Snapshot machen. Das tun wir jetzt. Dataset, da wählen wir jetzt aus, unser Dataset 1 YouTube, das, was wir gerade eben drüber gesprochen haben. Und jetzt vergibt er hier auch schon einen automatischen Namen. Der heißt Manual, also ich habe diesen Snapshot per Hand angelegt, am 11.8. um 11.54 Uhr. Das ist einfach eine Benamung, damit man zumindest weiß, von wann ist denn der Snapshot. Ich finde den ganz okay. Man kann sich da bestimmt bessere Namensregeln noch einfallen lassen. Besonders, wenn man die dann nachher automatisiert mit den, ich glaube, mit den cronjob gesteuerten Snapshots. Kommen wir aber in einem anderen Video zu. Egal, wir lassen das jetzt hier so. Also wir erstellen jetzt händisch einfach von dem momentanigen Bild, von den momentanigen Dateien, die so wie sie jetzt gerade da stehen, einfach mal ein Snapshot. Bing. Da drücken wir auf Save. Nicht wundern, in der Umgebung hier, wo ich bin, dauert alles immer so ein bisschen länger, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt in meinen vorherigen Videos. Ich habe hier nicht so eine super performante Hardware. Gut, aber ihr seht trotzdem, der Snapshot ist relativ schnell gemacht gewesen. Ich habe euch auch wieder in dem vorherigen Video erklärt gehabt, das sind wie gesagt nur so Zeiger, die auf entsprechende Datenblöcke in dem Dateisystem zeigen. Das heißt also, der muss da nichts erstellen, kopieren, multiplizieren oder sonst was, sondern der erstellt jetzt einfach einen Snapshot und das macht er mittels Zeiger auf Dateisystemebene. Gut, wir sehen ja schon, der ist erstellt worden um, ja gut, anscheinend funktioniert man in meinem Zeitserver, in meinem FreeNAS hier nicht, ist auch egal, aber dieser Snapshot scheint zu referenzieren auf 163 Megabyte. Benutzt oder Größe von diesem Snapshot ist jetzt momentan gegen Null, weil das sind alles nur Zeiger, die momentan auf die aktiven Dateien zeigen. Wir gehen zurück zum Dateisystem, aktualisieren einmal. Wir machen einmal, weil wir gerade gesehen haben, 163 MB, gehen wir einmal über alle Dateien. Mal gucken, ob wir da irgendwie was rauskriegen. So, jetzt Eigenschaften. 178 MB, ja passt. Wahrscheinlich mit Compression gehe ich von aus, kommt der irgendwie auf 163 MB und dann passt das. Da Größe auf Dateiträger steht da sogar 163 MB, also haben wir hier echt eine Compression. Schön, aber das wollen wir nicht. Wir gucken jetzt einmal hier bei ZFS Snapshots rein und ihr seht, jetzt ist auch eben unser händisch angelegter Snapshot da. Und wenn wir jetzt da draufklicken, dann sehen wir auch wirklich den Zustand gerade eben von dem Timestamp sozusagen von diesem Snapshot, also von 11.54 Uhr. Das, was da drin ist, ändert sich jetzt auch nicht mehr. Beispiel, zeigen wir. Wir gehen zurück. Ich gehe jetzt hin. Ich bin jetzt hier der blöde Typ, der hier ganz wilde Sachen macht. Ich sage es einfach mal. Ich lösche mal die drei Viertel davon. Boom, weg. Dauert. Jetzt kommt wieder irgendeiner.
meine Dateien sind weg, meine Dateien sind weg. Du als ganz normaler Free NAS Administrator, sage ich jetzt mal, oder als Storage Experte, wie auch immer, nenn dich wie auch immer, weiß, ich habe Snapshots, ich kann sowas relativ schnell wiederherstellen. Also, ich gehe in den Ordner rein, Snapshots, Manual, und dann sind ja natürlich alle meine Dateien noch da. Weil die sind natürlich jetzt nicht mehr mit dem Zeiger verlinkt, sondern der Snapshot hat kapiert, da hat einer sozusagen meine Dateiblöcke gelöscht. Ich behalte die mal, ich halte die jetzt in meinem Snapshot vor. Im richtigen Dateisystem vorne ist natürlich weg, wie wir gesehen haben, aber hier ist alles ganz normal wieder da. Ich könnte jetzt hingehen und einfach meine gelöschten Dateien, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die hier gelöscht, einfach mittels wirklich einfachem, wenn es jetzt überhaupt geht, ich mache jetzt mal Steuerung C, mittels Kopieren kann ich die einfach wieder hier vorne einfügen. Da kopiert er die jetzt auch wirklich als RAW-Dateien. Das geht aber allerdings auch ein bisschen schneller, wenn man das Ganze auf Dateisystem macht. Dann geht er nämlich hin und verändert einfach nur auf Dateisystem-Ebene über FreeNAS die Links. Aber das ist Kommandozeile, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Was ich euch aber dennoch zeigen will, ist, dass man zum Beispiel auch auf der Ebene von FreeNAS sozusagen den kompletten Snapshot wiederherstellen kann. Aber wir machen jetzt nochmal ganz langsam. Ich habe jetzt die Dateien einfach wiederhergestellt, indem ich hier irgendwo reingegangen bin in meinen Snapshot, ne? Und die einfach kopiert habe und wieder rausgezogen habe. Funktioniert tadellos, kann ich ganz normal wieder herstellen. Das geht auf diesem Step schon mal auch. Deswegen, wir gehen jetzt einmal hin, löschen hier einfach wieder mal alles, ist ja egal, einfach mal alles in den Sack hauen. War jetzt ein ganz böser Typ, der hat hier alles irgendwie gelöscht und wir als Administrator sagen jetzt, okay, der hat alles gelöscht. Wir gehen jetzt hin und stellen den letzten Snapshot in Gänze wieder her. Wir aktualisieren das Ganze einmal. Den letzten Snapshot von 11.54 Uhr, den wir ja gerade gesehen haben, stellen wir jetzt einfach wieder her. Ich glaube, das kann man hier drüber machen und dann kann man hier sagen Rollback. Jetzt sehen wir hier auch, dass hier steht Used 163 MB. Heißt wirklich, in diesem Snapshot werden momentan 163 Megabyte sozusagen vorgehalten. Das ist die Größe von dem Snapshot. Ist auch sinnvoll, weil wir haben ja von diesem Snapshot, von diesem Timestamp aus gesehen, die Dateien in Gänze gelöscht. Das heißt, dieser Snapshot muss jetzt die Änderungsrate vorhalten. Tut er auch. Deswegen, wir können jetzt hier sagen einfach Rollback. Dann so, willst du das wirklich? Und alles, was sozusagen danach gekommen ist, wird gelöscht. Da kommen wir aber gleich zu. Deswegen sagen wir Confirm und sagen hier Rollback. Jetzt geht ja wirklich im Hintergrund hin. Ihr habt es gesehen, es ging wirklich schnell. Die Dateien waren in dem Dateisystem noch vorhanden. Und in Snapshots, wie gesagt, sind immer nur Zeiger. Also ist der jetzt hingegangen und hat wirklich diese Zeiger einfach auf dem normalen, reinen, benutzbaren Dateisystem, wie wir es sehen, einfach quasi umgelenkt, also er hat keine Dateien hin und her kopiert, keine Datenblöcke hin und her kopiert, sondern hat lediglich die Zeiger umgelenkt, so dass die wieder im normalen Dateisystem sichtbar sind. Und wenn wir jetzt wieder hier zurückgehen und das Ganze aktualisieren, das dauert natürlich wieder einen Moment, wie bei der Verbindung, da sehen wir es aber, ist unser Dateisystem wie zu dem Zeitpunkt von dem Snapshot 11.54 Uhr ganz normal wieder vorhanden und alle Dateien sind da. Genau. Das ist sozusagen das gänzliche, also wenn man einen Snapshot in Gänze wieder zurücksetzt. Wahrscheinlich eher seltener als dieses Zurücksetzen von einzelnen Dateien, indem ich in den Snapshot reingehe, mir meinen Timestamp aussuche, welchen ich haben will und dann die einzelne Datei, die beschädigt ist, gelöscht worden ist oder sonst was, einfach wiederherstelle, ganz klar. Genau, das zumindest so viel dazu. Jetzt erstellen wir einfach mal noch einen zweiten Snapshot. Aber da muss ich jetzt einfach mal selber tüfteln. Da gehen wir jetzt mal wirklich hin und löschen mal alles. Lassen den das mal eben kurz hier weglöschen. Und dann gehen wir mal hin und erstellen nochmal einen Snapshot. Wenn ich da richtig liege, müsste dann in diesem Snapshot auch natürlich nichts drin liegen. Weil wir machen ja einen Snapshot sozusagen von dem momentanigen Abbild. Aber das ist jetzt Tüftelei, machen wir einfach. Wir sagen unter dem Bereich Snapshots Add, Dataset für YouTube. Lassen wir jetzt für 12:01 Uhr und wir sagen einfach Save. Mal schauen, was er jetzt macht. Und da ist der Snapshot auch, hat jetzt vielleicht 30 Sekunden gedauert. Jetzt gehen wir wieder ins Dateisystem zurück. Sehen natürlich, hier ist immer noch nichts, da haben wir ja nichts geändert. Aber in dem Ordner Snapshot für 12:01 Uhr sehen wir jetzt, da ist nichts drin. Ja, also
Klar, wenn automatische Snapshots weiterlaufen, wir waren ja gelöscht und es wird ja immer auf dem aktuellen Stand, wo der Snapshot ist, referenziert. Heißt also, die Änderungsrate vom vorherigen Snapshot ist sozusagen, dass alles gelöscht wird. Aber natürlich im vorherigen Snapshot, da sind alle Dateien weiterhin selbstverständlich da. Denn der Snapshot nimmt ja immer das Abbild von diesem Timestamp. Also es ist immer. Man kann rückwirkend so weit zurückgehen, wie man möchte. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den ich euch zeigen will. Und das ist sozusagen das Referenzieren der einzelnen Snapshots. Wenn ich jetzt diesen Snapshot hier von 11:54 Uhr wiederherstelle oder in Gänze wiederherstelle, wird dieser Snapshot hier 12:01 Uhr wird dann gelöscht, weil dieser darauf ja referenziert. Das sehen wir, glaube ich, wenn wir uns das Ganze hier mal aufklappen. Ja, man sieht hier leider nicht die Abhängigkeiten oder wovon das abhängt im Endeffekt, aber ich weiß jetzt, dieser Snapshot hier, das ist der neuere von 12:01 Uhr. Der hängt von diesem Snapshot ab. Ihr seht auch, hier ist nichts drin, der referenziert auch nicht auf irgendwie viel, sondern der hängt auf diesem Snapshot drauf und dieser Snapshot hängt auf dem richtigen Dateisystem drauf. So muss man sich das vorstellen. Jetzt gehe ich hin und sage, ich will meine Datei natürlich wieder haben und klicke hier wieder auf Rollback. Also ich stelle jetzt den ganzen Snapshot wieder her. Und jetzt steht ja auch, Rollback to the Snapshot will permanently delete later Snapshots. Also das Wiederherstellen von diesem ganzen Snapshot will oder wird permanent alle später gemachten Snapshots löschen und können auch danach nicht wieder hergestellt werden. So, deswegen sage ich hier, ja, das will ich. Ich weiß jetzt gleich, mein Snapshot von 12:01 Uhr wird dann mitgelöscht, weil ich ja wirklich zum Standpunkt von 11:54 Uhr hier wieder zurückgehe. Also, jupp, das mache ich, das will ich. Jetzt könnte es sein, dass er ein paar Daten kopiert. Nein, es sind auch wieder nur Zeiger gewesen, die er umgestellt hat. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Also erstmal, ihr seht, der Snapshot ist weg. Der Snapshot von 12:01 Uhr ist weg. Existiert nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder zurück. Wir aktualisieren einmal den Snapshot-Ordner. Ihr seht schon, der Snapshot von 12:01 Uhr ist weg. Und wenn wir hier zurückgehen ins Share, sehen wir wieder, unsere ganzen Daten sind wieder da. So, das war jetzt einmal Snapshot live in Action, wo wir ganz einfach wirklich per Hand irgendwelche Snapshots erstellen. So, macht das Sinn, zwischendurch einen Snapshot zu machen, per Hand? Zwischendurch, ja, kommt auf den Anwendungszweck an. Es gibt selbstverständlich einen Automatismus bei Freenas, wo man dann einstellen kann, mach mir bitte stündlich ein, mach mir bitte täglich ein, mach mir bitte wöchentlich ein. Wichtig dabei ist immer, die referenzieren auch aufeinander irgendwo. Das heißt, stelle ich einen wöchentlichen wieder her, werden selbstverständlich dann alle nachfolgenden, die Daily sind oder die Hourly sind, immer wieder gelöscht. Ich zeige euch aber in einem der nächsten Videos, wie man periodische Snapshots einstellt und ich gebe euch auch vielleicht so einen kleinen Hinweis oder Tipp, was vielleicht schlau wäre bezüglich Snapshots, weil wenn wir dann noch einen Schritt weiter denken, wenn wir uns in den nächsten zukünftigen Videos einmal damit beschäftigen, was machen wir mit den Snapshots? Also nicht, was machen wir damit, sondern ich weiß, was wir machen. Wir machen damit Backup nachher. Wir werden hingehen und werden die Snapshots benutzen, um ein Backup zu machen, um nicht jeden Tag, jedes Wochenende, Sonntag, so wie man das kennt, sonntags um 12 Uhr irgendwie ein Voll-Backup nimmt und das darüber knallt, sondern wir werden die Snapshots benutzen, um diese kleinen Datenbestände, die kleinen inkrementellen Snapshots als Backup auf eine andere Seite zu bringen. Gut, im nächsten Video zeige ich euch definitiv, wie man die periodischen Snapshots einstellt, also wie man eine Logik dahinter bringt, damit Snapshots automatisiert ablaufen, damit man sich nicht selber drum kümmern muss. Ich hoffe, das hat soweit gepasst, das Video. Ich wünsche euch was. Bis dahin dann. Ciao.